Der schönste Klang ist für mich das Einstimmen eines Orchesters kurz vorm Konzert auf der Bühne. Nach einem langen Tag ein kühles Bier aufmachen. Das hat einen schönen Klang. Das ist die leere C-Seite einer Bratsche. Gar nicht mag ich das Quietschen von Kreide an einer Schultafel. Der Klang einer Trillerpfeife. Mein eigenes Cello? Die Saiten meiner Geige. Geheimnisvoll klingen für mich Töne, die sehr schnell gestrichen am Steg auf meinem Instrument erklingen. Flageolettöne auf meiner Geige, also Töne, die man nicht ganz runterdrückt, sondern die eben Obertöne produzieren auf dem Instrument. Das Knacken der Steine unter den Wanderschuhen. Das Rauschen des Meeres oder auch eines Sees. Kuhglocken? das ist Musik aus meiner Jugend, die ich ganz stark mit bestimmten Freunden verbinde. Ja, das ist Musik, nicht unbedingt klassische Musik, die ich in meiner Freizeit höre, von Jazz bis Chanson. Unser gemeinsames Lachen? Giuseppe Verdi, Missa di Requiem, Dies Irae. Das war ein Donner bei einem Sommergewitter, als ich unter einer Brücke stand. Sehnsucht, würde ich sagen, ist ein leicht vibrierter, langer Ton in einer mittleren Dynamik. So würde ich ihn auf der Geige produzieren. Das ist eine fiese Frage. Alle zusammen. Wir haben jetzt ja schon über das Zuhören gesprochen, über Vorstellungen, über Klänge. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir würden uns freuen, wenn das Publikum sehr aufmerksam uns zuhört. Und die Frage ist, kann man das lernen? Wie macht man das eigentlich am besten? Und wir haben jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, und um eine Idee zu zeigen, wie kann man eigentlich herangehen? Was will eigentlich der Komponist uns sagen? Und wir haben einen Satz, nämlich ein Menuett mitgebracht von Joseph Haydn. Und wir möchten ein bisschen mal zeigen, wie Haydn eigentlich so mit der Erwartungshaltung seines Publikums spielt und was dann daraus entsteht. Und deswegen frage ich jetzt erstmal in die Runde, was stellt ihr euch vor? Haydn, Menuett, habt ihr Idee? Ich würde sagen, ein Tanzsatz, höfisch, wie es vielleicht im 18. Jahrhundert am Hof getanzt wurde, galant. Ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir immer vor, oder ich habe manchmal diese Filme vor Augen. Ich denke, Haydn hat dann Hof Esterhazy komponiert und es ist eine richtig feine Gesellschaft. Man hat die schönste Perücke angezogen, frisch gepudert und jetzt wird eigentlich getanzt. Und ich glaube in der Richtung, ne? Dreiertakt, ruhiges Stück. Probieren wir mal aus, wie sowas klingen könnte. Jetzt ist es nur so, wenn ich jetzt da reingucke, sieht es so gar nicht danach aus, weil ich meine, das sind ja jetzt nur 20 Takte, die wir gerade gespielt haben, und in diesen 20 Takten hat er ungewöhnlich sehr viel Artikulation gesagt. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob er das wirklich gemeint hat, so dieses ganz Höfische. Ich meine, wenn da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 10 Forzati sind, Forzato ist ja eher was nicht besonders Feines,
was wäre, wenn man das ein bisschen vielleicht hochdreht? Also wenn man auch das Tempo mal ein bisschen... Schneller spielen. Ein bisschen schneller und die Gesamtdynamik vielleicht auch ein bisschen. Die Gesamtdynamik könnte man hochmachen. Würde mich interessieren, weil ich meine, er schreibt jetzt wirklich sehr viele Akzente quasi auf Zeiten, wo man sich im Tanz jetzt nicht gern natürlich bewegt. Ja. Also lass uns mal probieren, ob man vielleicht gar nicht so gewöhnlich drauf tanzt. Mhm. Weil es steht nicht nur Menuett da, sondern in der Überschrift alla Zingarese, also in der Art der Zigeunermusik, was ja mal das absolute Gegenteil vom feinen Hof in der damaligen Zeit war. Und also wir haben jetzt volkstümlich. Also eigentlich ein Tanz, aber eben eine ganz andere Art von Tanz. Vielleicht sollen wir jetzt einfach mal das ganze Stück, ohne Wiederholung vielleicht, aber kurz und knackig. Haben wir ja gehört, wie wir uns ganz exemplarisch quasi, aber im Prinzip, wie wir uns einem Stück nähern, durchaus. Und jetzt ist ja die Frage für den Zuhörer, das stelle ich mir auch selber immer wieder die Frage, wenn man jetzt ins Konzert geht, wie hört man dann wirklich zu? Weil die Arbeit, die wir natürlich in dieses Stück stecken und die Zeit, die wir uns damit auseinandergesetzt haben, das kann man ja nicht erwarten, dass das der Zuhörer macht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das nötig ist. Denn das Allerwichtigste ist, glaube ich, vor allem erstmal, dass man wirklich bewusst zuhört und sagt, ich gehe in dieses Konzert und möchte eine Geschichte hören. Und ob die Geschichte dann genau die ist, die wir uns vorgestellt haben, oder ob da auch selber ganz viele Bilder passieren, das ist ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist auch bei jedem Ensemble immer eine neue Geschichte, eine andere Geschichte. Das ist das Tolle an Musik. Und letztendlich glaube ich, dass man dafür erstmal keine Grundausbildung braucht. Natürlich ist es aber sehr interessant, wenn man dann mal anfängt, im Programmheft zu lesen oder zu Hause vielleicht das Stück auch schon mehrmals gehört hat und ein bisschen darüber gelesen hat, ist es sehr interessant, wenn man anfängt zu realisieren, oh, da macht Haydn was ganz Außergewöhnliches. Das ist nicht normal, weil das ist letztendlich, das macht die Musik nicht gut oder schlecht, wenn ich das weiß oder nicht weiß. Aber es ist durchaus interessant. Also ich finde, es macht immer Spaß, auch nach einem Film oder nach einem guten Buch. Ich recherchiere dann noch stundenlang, um einfach zu sehen, wie vielleicht wirklich noch Sachen gemeint waren, die ich noch gar nicht verstanden habe. Und das macht mir total Spaß und bei der Musik ganz besonders. Ich würde es fast auch so ein bisschen vielleicht wie mit einem Reisebegleiter vergleichen, der irgendwie einem sagt, was für Sehenswürdigkeiten es gibt. Also man geht ja ganz anders durch eine Stadt, das kennen wir auch, wenn wir unterwegs sind, dass wir sagen, im Nachhinein hätten wir gewusst, dass da der und der Turm steht oder die und die Kirche, dann hätten wir da genau hingeschaut. Und ich glaube, das ist natürlich beim Musikhören genauso. Wenn uns vorher jemand sagt, wer auch immer, das Programmheft oder eine Vormoderation, auf was wir zu achten haben und auf was wir genau hören müssen, dann entfaltet sich einfach nochmal ganz anders die Musik und die Schönheit der Musik unter Umständen. Auch wir als mittlerweile ja sehr erfahrene Musiker haben einen Hörschulungsprozess sozusagen hinter uns und der ist sicherlich auch noch nicht beendet. Ich merke das auch selber zum Beispiel, dass ich früher als Kind, als Jugendliche wahnsinnig gern klassische Musik auch so im Hintergrund habe laufen lassen, wenn ich mit irgendwas beschäftigt war. Das kann ich mittlerweile fast gar nicht mehr, weil ich fast gezwungen bin, innerlich richtig zuzuhören. Das heißt, die Musik lenkt mich dann wiederum ab von dem, was ich eigentlich tun möchte. Ich habe eine ganz interessante Erfahrung gemacht als kleines Kind. Ich habe mit 6 ungefähr habe ich Geige anfangen dürfen zu lernen. Und ich wollte mit 8 schon auf die Bratsche wechseln, weil ich war tatsächlich in einem Streichquartettkonzert. Und es hat mich unglaublich fasziniert,
dass ich die Bratsche eigentlich nie wirklich bewusst gehört habe, aber immer wenn sie Pause hatte, war die Balance im Raum eine ganz andere. Und das fand ich total spannend, weil mir diese Rolle auch gefällt. Natürlich gibt es auch mal exponierte und solistische Stellen für die Bratsche, aber an sich ist das eine Balance und eine Stimme, die immer meistens unterstützt und aber sehr fehlt, wenn man sie nicht hört. Und das wäre vielleicht auch eine Übung für ein Konzert. Das geht nämlich auf einer Aufnahme alleine nicht so gut. Wenn man wirklich optisch eine Stimme fixiert, eine von den vier Stimmen oder auch in einem anderen Ensemble, und versucht, das zu hören, was ich sehe. Und das ist oft sehr, sehr schwer. Aber man fängt an zu merken, wenn die Balance sich ändert. Wenn plötzlich nur drei spielen oder wenn nur zwei spielen. Ganz eindeutig natürlich, wenn nur eine spielt, dann hört es jeder. Aber man kann da sehr viel hören und optisch quasi abgleichen. Und das hat mich als Kind fasziniert. Und das fasziniert mich bis heute, weil man da immer wieder sich quasi fordern kann. Es gibt so viel Musik, da ist es kaum möglich, die Stimme zu verfolgen und trotzdem ist es spannend, es zu probieren. Um jetzt mal zu zeigen, wie man versuchen kann, einer Stimme zu folgen oder auch zu merken, dass etwas in der Balance nicht stimmt, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal den Anfang von dem Menuett spielen und eine Stimme weglassen. Und da ich selber spielen möchte, möchte ich vorschlagen, dass du sie vielleicht weglässt. Ja, danke. Nein, es ist auch deshalb ganz interessant, weil ich glaube, dass es beim Cello tatsächlich erstmal relativ leicht ist, das zu merken, weil der Bass sehr wichtig ist. Das ist bei der Bratsche schon gar nicht mehr so leicht, weil sie zwischen den Lagen ist. Und auch das ist möglich. Das kann man dann vielleicht im nächsten Schritt probieren für sich selbst. Aber jetzt machen wir es mal mit dem Cello. Klingt ja ganz furchtbar. Ich bin mit. Ja, also man merkt, das ist im Prinzip die Tiefe, das Fundament. Das fällt relativ leicht auf. Aber, wie Kaspar gesagt hat, und es ist ein Prozess, eine Entwicklung. Und man kann ja selbst erstmal mit leichteren Sachen anfangen. Man kann sich mal fokussieren. Man guckt, wo ist die Melodie? Ah, okay, die ist ja oft bei der ersten Geige, aber kommt sie vielleicht auch mal in anderen Stimmen? Was macht der Komponist? Spielt er mit den Balancen? Lässt er mir hier ein Stück aus? Instrument fehlt? Und irgendwann ist man dann so raffiniert, dass man dann plötzlich alle einzelnen Motive zwischen den Stimmen hin und her hören kann und gleich ist überhaupt nicht mehr die Gefahr, dass man im klassischen Musikkonzert einschläft, sondern man ist aktiv dabei und hört zu. Und das wünschen wir uns natürlich. Das stimmt. Es ist natürlich immer toll, wenn man sich vorbereitet als Zuhörer auf ein Konzert, wenn man weiß, was wird gespielt, sich vielleicht vorher mal ein paar Aufnahmen anhört, einfach um zu wissen, was einen erwartet. Die Gefahr ist natürlich, wenn man sich dann zu sehr zum Beispiel auf eine bestimmte Aufnahme festlegt. Man hat jetzt vielleicht seinen Lieblingsinterpreten zu Hause im CD-Regal liegen und hört diese Aufnahme rauf und runter. Dann kann es sein, dass man hinterher enttäuscht ist, weil man das Stück genau so erwartet hat, wie man es eben gewohnt ist zu hören. Also das Beste ist natürlich, wenn man sich dann auch die Versionen verschiedener Interpreten anhört, um ganz sicher zu sein, dass man auch offen bleibt für Neues. Wir als Quartett merken schon sehr stark, ob das Publikum dabei ist und wirklich aktiv zuhört. Dazu muss man sagen, dass Streichquartett-Fans wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr kenntnisreiches Publikum ist. Und wir sehr oft erleben, dass nach Konzerten tatsächlich Leute mit der Partitur kommen. Und manchmal fast schon auf eine Art und Weise, die wo man sagt, die können einem fast zu nahe eintreten, fragen, ob man jetzt, wieso man eine bestimmte Generalpause so lang gemacht hat oder so kurz. Also da merkt man, das ist natürlich das, was ich glaube ich, manche anderen Gattungen wünschen, dass man so sich auch vorbereitet wirklich und dann natürlich sogar aus eigener Erfahrung und das ist vielleicht noch ein Punkt, wo man auch sagen kann, wenn ich selber aktiv sogar ein Instrument spiele, dann ist es ja nochmal eine ganz andere Erfahrung, wie ich dann zuhöre, als wenn ich ein passionierter Musikliebhaber bin, der aber nicht aktiv ein Instrument spielt. Ich glaube, da gibt es auch immer noch sehr große Unterschiede, wie man dann hört. Dann hört man natürlich oft nur sein Instrument. Also wenn ich jetzt einen Cello-Spieler habe, der wird dann wahrscheinlich die ganze Zeit Lukas anschauen und da auch viel hören, seine eigene Stimme. Da gibt es natürlich auch ganz viele Varianten, wie man dann noch mal zuhört. Aber egal, ob das jetzt der Experte ist oder der Laie, also ich glaube, wir freuen uns, wenn jemand
da sitzt und er hat Freude und er hört aufmerksam zu. Ob jetzt jemand das genau bis ins kleinste Detail nachvollziehen kann, was wir machen oder warum wir welche Striche oder Fingersätze am Instrument nehmen, das ist letztendlich gar nicht so wichtig. Aber ich persönlich, wenn man mal kurz immer dann einen kleinen Blick im Publikum hat und man hat jemand, der freut es einfach, dass er da ist und der genießt es einfach. Und das haben wir jetzt gerade in letzter Zeit mal, wo die wenigen Konzerte waren, in Corona-Zeiten gesehen. Da waren Leute, die haben einfach dann geweint und die waren glücklich und das bedeutet so viel und das ist einfach eine emotionale Verbindung und das ist das, was uns, glaube ich, am wesentlichsten, was noch am meisten zurückgibt. Auch heute konnten wir unglaublich viel Neues entdecken im Haus. Wir waren im letzten Sommer schon mal hier und trotzdem wird man nie alles gesehen haben und es ist so schön, neue Motive zu entdecken und genau dazu wollen wir quasi euch einladen und auffordern, tut das nicht nur im Haus, nicht nur in der Elbphilharmonie, macht das auch in der Musik, es lohnt sich.